Schönen guten Tag aus dem Profilstudio. Bei mir Christa Zöchling, eine historische Titelgeschichte, wie man schon daraus schließen kann, dass die Christa bei mir ist. Es geht auch nicht ganz überraschend um den Anschluss. Sie jährt sich zum 80. Mal vom 11. auf den 12. März der Anführungszeichen Anschluss. Und du hast eine großartige Titelgeschichte dazu geschrieben, beziehungsweise liegst in den letzten Buchstaben dieser Titelgeschichte. Was kann man 80 Jahre nach so einem Datum noch lernen? Was kann man noch erzählen? Was kann man noch Neues erfahren, wenn man so in dem Thema drin ist, so wie du seit ewigen Zeiten? Also es ist für mich aufregend gewesen, diese Geschichte, vor allem dieses Stationendrama, der letzte Tag, als Österreich noch existierte, die letzte Nacht, als Österreich noch irgendwie existierte und dann der darauffolgende Tag, das zu recherchieren, weil mir ist in der Beschäftigung damit klar geworden, 1938 ist eigentlich so etwas wie ein schwarzes Loch in der Geschichtsbetrachtung. Man erinnert sich zwar der Anschluss, der Einmarsch der Deutschen, die Rede von Hitler am Heldenplatz, das ist alles im Bewusstsein der Menschen, aber wenn man sich das genauer anschaut, wenn man sieht, wie die Verschränkung der Nationalsozialisten in Berlin in der Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten in Österreich, die Unterwanderung der Institutionen, die Ratlosigkeit der heimischen Regierung, also der Schuschnigg-Regierung, die Orientierungslosigkeit Europas zum damaligen Zeitpunkt, sodass niemand eigentlich eingegriffen hat oder irgendwie auch nur eine diplomatische Note abgesetzt hat. Das ist schon sehr aufregend, sich das anzuschauen. Und ich glaube, es ist deshalb so ein dunkler Punkt in der Erinnerung, weil es ist gar nicht leicht für ein Land zu akzeptieren, dass die Menschen dann wirklich in dieser Nacht, es waren ja ganz Wien war auf den Straßen, dass da quasi ein Rausch geherrscht hat, eine Massenhysterie, eine Verführung, und das gut zu heißen, was da Wie wäre passiert ist. eine faire Abstimmung ausgegangen? Dazu gibt es ja Recherchen. Wer hätte dafür, wer hätte dagegen, gegen den Anführungszeichen Anschluss gestimmt? Also als Schuschnigg 4 Tage vor dem Untergang Österreichs eine Volksabstimmung angekündigt hat, es gab damals noch keine in dem Sinn professionelle Meinungsforschung, aber eigentlich sind alle Historiker der Überzeugung, das wäre sicher zugunsten Österreichs ausgegangen. Das Bürgertum war dafür, die Wiener Juden waren dafür, die Sozialdemokraten, sogar die revolutionären Sozialisten haben in diesen Tagen noch Flugblätter verfasst, ja für die Volksabstimmung, die Schuschnigg ausgerufen hat, ja für Österreich. Also ich glaube, es wäre gut ausgegangen, ja. Was hätte ein militärischer Widerstand gebracht? Also abgesehen davon, dass Österreich dann doch mit größerer Berechtigung oder mit Berechtigung seine ab 45 gepflogene Opferrolle hätte spielen können. Hätte das aber konkret im März 38 etwas verändert? Das ist eine große Frage. Ich habe sie vor 2 Tagen mit dem Neffen von Kurt Schuschnigg debattiert. Es ist so, die Militärs waren damals einhellig der Meinung, Widerstand sei zwecklos. Allerdings hätte ein Widerstand erstens einmal den Nationalstolz der Österreicher etwas aufgepäppelt. Man hätte auf etwas stolz sein können. Und es hätte wahrscheinlich den Einmarsch verzögert, weil die deutsche Armee, die Wehrmacht, war sowieso nicht wirklich gut. Also die Panzer sind dann am Ende mit dem Zug nach Wien gebracht worden, weil die kein Benzin gehabt haben. Die Und du hast mir erzählt, Pferde, dass rechts und die waren mit den dem Linksverkehr Linksverkehr nicht sind sie nicht gewöhnt. zurechtgekommen. Die Pferde, die sie hatten, sind zum Teil verendet, in Unfälle verwickelt worden. Also es ist wirklich gestockt, ja. Und die Straßen waren verstopft und zum Teil auch durch die Begeisterung der Leute. Aber also die Wehrmacht, der Einmarsch war nicht glorios, nur die Propaganda war glorios. Also man hätte es wahrscheinlich aufhalten können. Die Frage ist, ob dann Europa reagieren hätte können, ob dann vielleicht auch in Paris, Paris hatte zu dem Zeitpunkt keine Regierung. Das heißt, die waren insofern handlungsunfähig. Der österreichische Vertreter beim Völkerbund war auf Urlaub. Die Engländer die haben sich schon damit abgefunden gehabt und Mussolini war schon auf Seite Hitlers. Aber dennoch, mit ein bisschen mehr Zeit hätte man vielleicht man kann es nicht sagen heute. Es ist eine Was-wäre-wenn-Frage. Aber Aber das Geschichtsbild wäre das jedenfalls ein Geschichtsbild wäre ein vollkommen anderes. anderes gewesen, vielleicht auch ein etwas gerechteres, wenn man weiß, dass 2 Drittel der Bevölkerung dagegen waren. Ja.
Hitler kam einen oder zwei Tage später nach Wien, blieb daheim in Oberösterreich, also blieb in Linz und war beleidigt, angefressen, weil der Einmarsch nicht so funktioniert, ja, wie er es sich Einmarsch vorgestellt hat. Der Einmarsch hat nicht so toll funktioniert, also die waren einfach nicht so, also er hat, eigentlich hat man gedacht, die wären noch, also es war so, Hitler ist nach München geflogen am 12. März und ist am Abend des 12. März in Linz aufgetreten, seine erste große Rede auf österreichischem Boden. Vorher hat er noch seine Eltern, also das Grab seiner Eltern in Leonding besucht und geweint angeblich. Eigentlich wollte er schon am nächsten Tag nach Wien und er ist dann letztlich erst am 15. am Heldenplatz aufgetreten. Das sind die Bilder, die man kennt, wo die Leute sogar in den Bäumen sitzen, damit sie was sehen. Und die sind an diesem Tag schon von früh an dort gestanden und am Vortag auch schon, was geheißen hat, der Hitler kommt. Er ist aber nicht gekommen, er war angefressen. Er ist nur im Hotel Imperial ist er abgestiegen und hat sich kurz am Balkon gezeigt und ist dann wieder verschwunden. Auch dort waren natürlich schon die Mengen, die da gekreischt und geschrien haben. Aber dennoch, das Bild der Massen am Heldenplatz und der Mengen, die vor dem Imperial standen, repräsentiert einen viel zu großen Teil Österreichs, aber repräsentiert nicht unbedingt die Mehrheit. Es ist schwer zu sagen. Also es gab eine Massenhysterie. Es gab eine wahnsinnig gute Propagandamaschinerie der Nazis. Die politischen Gegner der Nationalsozialisten sind schon in der Nacht von 11. auf 12. mehr oder weniger verhaftet worden oder sie haben versucht, ins Ausland zu flüchten. Die Juden haben ihre Koffer sowieso schon gepackt gehabt, also nicht alle, aber die politisch denkenden Menschen unter den Juden. Also die waren natürlich nicht dort und viele sind aus Neugierde hingekommen, gar nicht so sehr, weil sie wirklich Nationalsozialisten waren, sondern sie wollten Hitler schauen gehen. Also es ist, man kann jetzt nicht die ganze Begeisterung darunter subsumieren, dass alle dafür waren, aber es ist dann halt mit der Zeit so gekommen. Was kann man für die Gegenwart lernen? Parallelen gibt es nun nicht, außer dass man vielleicht sieht, wie schnell sich durch nicht vorbereitet sein oder durch Chaos Dinge ändern können, wie man sich es eigentlich nicht vorgestellt hatte. Was man daraus lernen kann, ist, wie schnell Stimmungen schwanken und wie schnell sie politisch wirksam werden können. Ich finde, man kann auch daraus lernen, dass man nicht so viel Macht in den Händen einer entschlossenen politischen Partei versammeln soll, wie beim Innenminister, beim nationalsozialistischen Innenminister Seyß Inquart, der ja quasi dann die Polizei und die ganzen Sicherheitskräfte unter sich hatte. Und auf die war in dieser Nacht auch kein Verlass mehr. Die sind schon mit der Hakenkreuzbinde dagestanden. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, es gab keine Demokratie mehr zu diesem Zeitpunkt. Der Ständestaat, der austrofaschistische, hat schon 4 Jahre regiert gehabt und es gab keine lebendige Demokratie, keine Parteien, die im Austausch miteinander standen, die ihre Positionen in der Öffentlichkeit vertreten konnten. Und es gab keine freien Medien, also es gab eine ziemliche Zensur auch schon vorher. Und ich glaube, das sind so Dinge, die man regelmäßig denken sollte. Und die Situation in Europa. Es gab eigentlich nicht das, was wir heute die Europäische Union nennen, wo es einen Ausgleich gibt, einen zumindest den Versuch eines politischen gemeinsamen Willens gibt. Vielen Dank. Ich wünsche großes Interesse beim Lesen dieser wichtigen Titelgeschichte.